Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Heute machen wir flambierte Ananas. Man könnte auch sagen Ananasdöner, aber das trifft das wahrscheinlich nicht ganz. Und was wir dafür brauchen und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Die Zutaten für unsere Ananas sind: als allererstes brauchen wir so einen Spieß, einen Drehspieß. Ich habe jetzt hier auf dem Kugelgrill so eine Drehspieß-Variante. Ihr könnt aber die auch auf dem Gasgrill nehmen. Nur beim Flambieren nachher aufpassen, dass er das nicht in den geschlossenen Räumen macht. Da grillt man ja ohnehin nicht, aber auf alle Fälle, dass das Dach nicht so nieder ist, dass die große Flamme nicht bei euch über den Kopf rüber oder irgendwas in Brand setzt. Da wirklich unbedingt aufpassen. Dann habe ich hier eine handelsübliche Ananas. Schön Rum an der Stelle, eben mit 80%. Ab Mitte 45, also ungefähr 45% macht er mit dem Flambieren Sinn. Bei 80 natürlich schön, hast du den Brand länger auf der Frucht drauf und wird karamellisiert ein bisschen schöner. Und zum Würzen habe ich dabei Glühlampen aus. Mein Glühwein gewürzt, klingt erstmal komisch, passt aber hervorragend. Genauso wie ein scharfes Messer und ein Brett. Einer der seltenen Momente. Ich wollte ein Stück Obst vor mir, aber auch das kommt vor. Und wir schneiden als erstes mal hier unten den Boden zack, runter. Dann hier oben die Spitze ab. So, jetzt können wir uns immer noch als Deko irgendwo aufs Buffet stellen. Und dann schneiden wir hier aus mit Grüne so in, na, muss man hier so ein bisschen rantasten, so in Scheibchen runter. Wenn hier in der Mitte noch was ist, dann kriegen wir auch gelöst. Und das machen wir ringsrum mit der Ananas, bis die hübsch aussieht. So, hier noch ein bisschen nacharbeiten muss man. Zack, zack, zack. Und hier oben siehst du, hat er auch gefuscht. Hier zu, wenn ich mit so großen mit Braten parieren, bin ich schon ein bisschen fitter als mit so Obst, aber naja, vielleicht lernen wir das ja auch noch. Dann setzen wir unseren Spieß an und jagen den immer von oben nach unten durch. Gucken, dass man den schön mittig trifft. Wenn er nicht direkt durchkommt, dann kommt er so, da muss man nicht die Finger riskieren. Ein bisschen klopfen. Dann rutscht er schon so mittig. Und so sollte er nachher auch sein. Ich habe jetzt hier so einen Spießdreher, da setzen wir den einfach mittig drauf. Spannen den hier ein. Unten drunter haben wir jetzt ein Bett aus Kohle, sind jetzt Briketts, die, naja, die brikettisieren jetzt vor sich hin, die machen ein bisschen Hitze. Wichtig ist, wenn die Hand drüber hältst, so 1-2, dann musst du schon zurückziehen können, weil die Ananas, die brauchen natürlich jetzt richtig Hitze, dass sie von außen karamellisiert. Und natürlich nachher beim Flambieren wollen wir natürlich, dass unsere Flambierflamme gleich durchzündet, weil sonst besteht immer Gefahr und auf so halbglühender Kohle flambieren, totaler Mist, also muss richtig Zucht drunter sein. Wie lange wird das jetzt dauern? Bis zum Flambieren, ich sag mal, ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. Und nach einer Viertelstunde ist die außen so ein bisschen, naja, so ein bisschen trocken geworden. Das ist der richtige Moment. Und da muss man ein bisschen aufpassen und wirklich einen Schritt zurückgehen. Und ruhig nochmal. Jetzt siehst du, das brennt schön oben, der Rum direkt auf der unsere Ananas. Herrlich. Und das riecht jetzt herrlich nach Rum und jetzt wird es natürlich richtig braun und deshalb muss die jetzt auch runter. Ziehen wir die praktisch hier runter vom Spieß und jetzt schneiden wir einfach wie bei dem Döner hier außen schön die Scheiben runter und machen das, bis wir die ganze Ananas praktisch hier von der Kruste befreit haben und alles schön in den Mund, die rechten Stücken ist. Was ich jetzt mal ganz gerne mache, ist ein bisschen von dem Glühlampengewürz immer so ein bisschen rüber, da ist noch ein bisschen Rum noch drin, also macht die Sache nicht schlimmer. Zack, dann hat man so einen schönen kleinen Tronchen, so wie beim Steak. Die man natürlich auch super als Dessert essen kann. Ein Messer und Gabel ist natürlich angenehmer, aber na, ihr kennt mich. Schön saftig und dieses leicht weihnachtliche mit der Ananas. Gute Empfehlung. Und falls ihr mal Bock habt, Obst zu grillen, ist das die Variante, die wahrscheinlich am meisten Spaß macht und sehr, sehr lecker ist. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, obwohl mal kein Fleisch dabei war, vielleicht auch gerade mal kein Fleisch war, na gut, das ist unwahrscheinlich, obwohl kein Fleisch dabei war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Feines Grillen Barbecue. Macht's gut.